Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über Imperfekt, über das Imperfekt. Ja? Also heute bin ich Lehrerin. Ja? Vor 10 Jahren war ich Musikerin, war ich Geigerin in einem Orchester. Ja? Also vor 20 Jahren war ich Studentin. Ich bin, du bist, er ist. Wir sind, ihr seid und sie sind. Aber vor 10 Jahren war ich ja, in Rio de Janeiro. Vor 20 Jahren lebte ich in München. Vor 20 Jahren war ich in München. Ich bin heute in Brasilien. In Brasília und vor 20 Jahren war ich in München. Ja? Und du, wo warst du vor 10 Jahren? Wo warst du vor 2 Jahren? Ja, was hast du dann gemacht? Ja, also heute habe ich viele Schüler, heute habe ich viel Arbeit. Ja, aber vor 2 Jahren hatte ich weniger Schüler oder vor 15 Jahren habe ich nur in einer Schule gearbeitet, ja, und dann hatte ich wirklich viel weniger Studenten, viel weniger Schüler, ja. Also wir sprechen auch über Beruf. Was machst du von Beruf, ja? Ich bin Lehrerin von Beruf, ja. Ich bin Sprachlehrerin. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache, ja. Also, aber vorher war ich Musikerin, ja, also ich war in München Mutter, ja, dort habe ich geheiratet und ich war Hausfrau, ja, und, aber ich habe auch Musik dort gemacht, ja, ich war Amateur, ja, ich war Musikamateurin, ja, und ich habe im Orchester mit Freunden zusammengespielt, ja, das heißt, das macht immer Spaß, ja. Ich bin Instrumentistin, ich war Instrumentistin, ja. Also er ist Musiker, sie ist Musikerin. Er ist Instrumentist, sie ist Instrumentistin, ja. Er ist Tänzer, sie ist Tänzerin, ja. Hier mit Umlaut, ja. Er ist Künstler, sie ist Künstlerin, ja. Mit Umlaut. Ja, mit Umlaut. Er ist Wissenschaftler, sie ist Wissenschaftlerin. Ja? Er ist Arzt, sie ist Ärztin mit Umlaut. Ja? Er ist Beamter, sie ist Beamtin. Ja? Er arbeitet für die Regierung, sie arbeitet für die Regierung, sie ist Beamtin. Ja? Er ist Student und sie ist Studentin. Ja? Als ich in Frankreich wohnte, war ich Babysitterin. Ich habe mich um Kinder gekümmert. Ja? Und du? Wo warst du vor 2 Jahren? Wo warst du vor 10 Jahren? Wo warst du vor 3 Monaten? Ja? Ja. Das ist das Imperfekte. Ja? Heute bin ich in Brasilien, vor 2 Jahren war ich in Rio de Janeiro, ja. Heute habe ich keine Probleme. Vor zehn Jahren hatte ich einige Probleme, ja. So, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.